Hallo meine Lieben, recht herzlich willkommen zu einer neuen Folge Assassin's Creed. So, wir sind bei der Mission Die Lügen des Skarabäus angekommen und werden doch jetzt mal schauen, was uns dort erwartet. Aber erst möchte ich nochmal mit dem Falken drüber fliegen, weil ich glaube nämlich. Ne, sind normale Arbeiter. Okay, sieht noch normal hier aus. Alles klar. So, dann schauen wir doch mal rein, was uns dort erwartet. Jetzt schon eine Level 18 Quest, also ich glaube, die wird nicht einfach werden. Und das müsste auch der Vater sein, oder? Meister Tahaka, mein Name ist Bayek von Siva. Ich bin tatsächlich Tahaka, der große Planer aus Sais und der Verwalter von Letopolis. Ich traf deine Familie. Deine Frau schickte mich her. Sie sagte, du weißt vielleicht mehr über den Skarabäus. Hier können wir nicht reden. Denn wer weiß, wer unsere Worte hören könnte. Komm herein und ich antworte dir. Okay, dann gehen wir doch mal mit ihm rein in sein Haus. Dein Sohn ist sehr stolz auf deine Arbeit. Er vermisst dich. Er wird bald hier sein. Eines Tages werden mein Sohn und seine Söhne in meine Fußstapfen treten. Die Welt entsteht aus den Träumen großer Männer. Was ist dein Traum, Bayek? Ich verkneife mir den Luxus zu träumen. Ich will den Skarabäus. Der Skarabäus beraubt die Schwachen. Mich bedroht er nicht. Hast du denn gar keine Angst vor ihm, Tahaka? Nach allem, was er deinem Schwiegervater antat? Was dem armen Gupa passiert ist, zerreißt mich. Ob es mein Lebenswerk war oder was immer ich getan habe, um ihm das einzubrocken. Ich bete, dass die Götter mir vergeben. Mr. Tahaka! Sie greifen die Ruinen an! Bayek, komm, kämpf mit mir! Wer greift an? Dieser Wind. Ein Sturm kommt auf. Dieser klagende Laut ist der Resetio. Für die Hunde der Wüste ist es eine Art Versammlungsruf. Die Banditen nutzen den Sturm als Tarnung für ihre Raubzüge. Bleib in meiner Nähe! Lass dich nicht von ihnen einkreisen! Ich lasse nicht zu, dass ihr mein großes Werk zerstört! Alter. Hierher! Sag diese Scheißkerle zurück! Sie kommen aus dem Sturm! Diese Räuber fliegen auf den Schwingen des Sturms! Das müssen wir plündern hier, Mage. So sieht's aus, Baby. Was ist denn los, Egert? Weiter! Boah, bin ich froh, wenn ich mal einen neuen Speer bekomme. Ich glaube, der ist erst bloß Stufe 13, was ich jetzt hier habe. Euer Blut wird meinen Garten besser! Nicht vom Weg abkommen. Ihr legt euch mit Ägyptens Besten an! Komm, Medjay! Kämpft mit mir! Schnell, bringt sie zur Strecke! Ich reiß dir die Eingeweide raus! Helft mir mal hier drüben! Er lebt wieder. Alles klar. Wo rennt ihr denn hin, Mensch? Ihr rennt am Kreis. Was ist denn los?
Speere von Letopolis! Erhebt euch und verteidigt eure Heimat! Schmerzer! Seid ihr denn die Pferde der Gerechtigkeit? Weiß ihr, dass doch nicht in den Sturm hinein! Wir hören mit der Festung den ungeschützten Bauch auf! Doch ihr findet eiserne Kraftspur! Dann können wir gleich auffüllen, Bogen. Deine Seite, jetzt! Saga Burton. Ich hab mal ein bisschen Action hier. Die Räuber halten sich für Löwen, doch sie sind nur gepeitschte Hunde. Balk, schnapp sie dir! Bleib bei mir, Bayek! Metropolis wird euch standhalten, Hunde! Sterbt, ihr Hundesöhne! Alter. Alter, hat er mir wirklich. Da! Ja, mit dem Messer, das ist einfach nicht mein Ding. Ich muss einen Speer nehmen. Oder ich müsste es mal upgraden vielleicht. Aber ich weiß eben nicht, was ich da noch alles bekomme. Wenn ich da jetzt meine ganzen Materialien da reinstecke. Ich lasse besser den Mund zu. Und dann, bekomme ich ein Level später eine extrem geilere Waffe. Deswegen will ich es eigentlich noch nicht machen. Sie sind nur gepeitschte Hunde. Balk, schnapp sie dir. Bleib bei mir, Balk. Metropolis wird euch standhalten, Hunde! Sterbt, ihr Hundesöhne! Komplett daneben geballert, ey. Mir, da bist du! Ich töte dich! Hab ich dich! Okay, ist ein bisschen schwierig gewesen, muss ich sagen, aber geil. Kohle mit hier. Lass es krachen, das haben wir doch gerade gemacht. So, sprich mit ihm, okay. Bayek, du kamst über sie wie Sobeks Zähne. Komm, reite mit uns. Das war das letzte Mal, dass sie uns angreifen. Und mit deinen Kampfkünsten schalten wir sie ein für alle Mal aus. Ich verstehe deinen Blutdurst, Tahaka. Aber diese Banditen interessieren mich nicht. Erzähl mir vom Skarabäus, bevor du reitest. Trägst du nicht das Abzeichen eines Magi? Die Räuber sind eine Gefahr für die guten und unschuldigen Bewohner von Letopolis. Komm mit mir, Bayek. Sobald wir diese Hunde zurück in ihre geliebte Wüste getrieben haben, erzähle ich dir die Geschichte, die du hören willst. Nun gut. Dann werde ich mich dir heute anschließen. Ach,
Alles klar. Wir müssen den Rest noch ausschalten. Komm, Bayek! Nimm deine Waffe und schließ dich uns an! Treue und tapfere Diener von Letopolis! Wir treiben diese Banditen aus ihren Löchern und tränken den Sand mit ihrem Blut! Wow! Ja! Oh, das ist eine Pyramide. Gib den Weg frei! Dieses Ziel, das du dir gesteckt hast, es scheint unerreichbar. Das können nur die Götter wissen, Bayek. Und wenn ich nicht nach den Sternen greife, woher soll ich dann wissen, was in mir steckt? Letopolis war einst ein Wunder, bevor die Wüste es verschluckt hat. Ich will der Welt und den Göttern zeigen, dass Menschen alles erreichen können, was sie sich in den Kopf setzen. Vielleicht wurdest du von den Göttern geschickt, um mir bei meiner Vision zu helfen. Ein starker Arm, ein scharfes Auge. Wir stellen den Ruhm dieses Landes wieder her. Ich habe mein eigenes großes Werk zu vollbringen. Mal sehen, ob ich dich nicht doch überreden kann. Nee, glaube ich eher nicht, dass du mich da überreden kannst. Töte alle Banditen, alles klar. Okay, ich denke mal, die werden da unten drin sein. Dann schauen wir doch mal, ob wir die kriegen. Hey! Stirb, du Sau! Banditen! Ich treffe ihn! Nein, die kämpfen da schon wieder. Wen haben sie da eingesperrt? Bitte, Ned! Wenn du einen Funken Anstand besitzt, befrei mich! Bleibt hier. Wartet. Oh. Hm. Klingt, als würden ein paar Banditen da oben lagern. Du musst gleich in Frieden. Hauptmann brauche ich noch. Ey. Okay, da ist der Schatz. Braucht diesen blöden Hauptmann noch, was ist denn der? Lebt noch hier irgendwo? Hm. Okay, dann gehen wir nochmal zum Tahaka. Meinen Dank, Bayek! Bevor du hier ankamst, dachte ich, mein Traum sei zum Scheitern verurteilt. Du gabst mir die Kraft, diese Banditen zu verfolgen. Wer waren sie? Blutrünstige Anhänger von Sachmet, der Göttin des Gemetzels. Sie wollen nichts außer Chaos und Ruin.
Verbunden mit dem Skarabäus. Nein, sie halten sich für Löwen, sind aber nichts weiter als Aasfresser. Nun sind sie selbst Futter für die Geier. Ich bringe diesen Priester zurück in die Stadt. Triff mich bei meinem Haus. Wir werden zu Abend essen und ich sage dir, was du wissen musst. Okay, ich will aber diesen blöden Hauptmann noch haben. Wenn ich schon hier bin, dann will ich schon fertig machen. Wo wird denn das sein? Jetzt ist es so. Und ich sorge dafür, dass es so bleibt. Ihr sagtet, ihr kommt aus Memphis. Es gibt viele Priester in Memphis. Ich werde dort nicht gebrauchen. Okay, dann würde ich sagen, zurück zu dem Haus, wenn den blöden Hauptmann hier nicht sehe. Vielleicht nochmal hier, vielleicht läuft er mir doch noch über den Weg. Beschützt den Nip! Verschafft ihm mehr Zeit! Oh, Alter, kann der da nicht durchschwimmen? Ja, genau, jetzt kommt er da raus. Komm her, hier. Haben wir hier nicht irgendwie... Oh, auf ein Fragezeichen. Aber hier wäre auf jeden Fall ein Aussichtspunkt. Den werden wir uns doch erst holen, bevor wir mit der Quest weitermachen. Wow. Wo ist denn das? Ganz oben, oder? Okay. Sehr schön. So, dann schauen wir mal zum Tahaka. Ich weiß nicht, ob der jetzt da ist, weil er sagt ja, wir sollen ihn abends treffen. Damit wir mit ihm auch zu Abend essen können. Aber jetzt schauen wir mal. Vielleicht geht's ja schon. Eine andere Frau am Start hier, oder was? Okay. Schön, dass ihr es geschafft habt, Marit. Ja. Ah, seine Familie ist da. Über uns gewacht. Da waren Geier und eine Hyäne und so viel Sand.
Genug Sand für ein ganzes Leben. Deshalb brauchen wir auch so viele Helfer für unser Vorhaben. Und was versprichst du ihnen, Tahaka? Eine Parzelle Land mit einem Haus für jeden. Sie müssen nur helfen, alles der Wüste wieder zu entreißen. Das ist alles? Man gräbt ein Haus aus? Ganz so einfach ist es nicht. Alle müssen mit anpacken. Zu Ehren der Götter. Jeder weiß, dass seine Vision wahr wird. Es ist gut, dass du deinen Vater ehrst, Kawab. Auf den Retter von Letopolis. Essen wir jetzt ein paar Honigdatteln. Und was ist denn, Bayek? Nee, was ist trinken getan? Ist dir nicht wohl? So ein Penner, ey. Ich glaube, der steckt mit dem Skarabäus unter einer Decke. Oder er ist der Skarabäus. Ach du Scheiße. Mögen die Götter gegen dich sein, Tahaka, bei allem, was du tust. Ach du Scheiße. Ja, da bin ich richtig gelegen. Befreie dich aus dem Sand. Ey, wie denn? Senno. Ah ja. Wo bist du, meine Liebste? Remo. Ich habe dich enttäuscht. Bitte, hasse mich nicht. Bald schon folge ich dem Verborgenen durch die Finsternis. Er führt mich in die Gefilde der Binsen. Ich komme nicht raus. Ich hab keinen Plan, was ich machen muss, Mädch. Du bist ein normaler Mann. Und doch hängt das Schicksal der Welt von dir ab? Oh, jetzt kriegt er schon Hallos, oder was? Du und Aya, ihr habt einen so gefährlichen Weg gewählt. Magi. Die Letzten. Ich komme nicht raus. Es ist so lange her, Bayek. Zu lange. Warte mal, steht da was drin? Befreiung zu vereinbaren, doch sie sind nicht verglichen mit den konstanten Bedrohungen des Skarabäus, der die Wüste in einen Friedhof verwandelt hat. Wird Bayek Letopolis retten können? Oder wird der Sand unseren Helden und die Menschen des verschlingen? Der Orden muss fallen. Ich weiß nicht, wie ich rauskommen soll. Kann ich machen? Denkst du, dein Weg ist... Pferd muss ich rufen, Mensch. Sagt mir das doch einer. Komm her! Guter Junge! Das Treibsand? Okay. Die Götter, dir gnädig sein! Weder Rüstung noch Waffen noch Geld. Finde und beschaffe deine Ausrüstung. Wo fange ich an?
Schnell, bevor der Wind ihre Spuren verwischt hat. Ja, warte mal, die kriege ich alle. Bekomme ich alles wieder zurück jetzt? Und dann muss ich den Penner umbringen. Okay, Leute, ich würde sagen, jetzt machen wir aber einen Cut. Wir holen uns die Ausrüstung noch und danach machen wir einen Cut. Dieser Ort wird schwer bewacht. Oh Gott. Die Ausrüstung verpackt. Ja, wirklich beeindruckende Waffen. Alles in einer Kiste als Tribut für CT. Gut. Wir schicken sie in ein paar Tagen zur Festung Nikiu. Was glaubst du, wie lange es dauern wird, bis er tot ist? Die Leichen begraben haben? 2 Tage? Er sah zäh aus. Ich wette 5 Drachmen, dass er mindestens 3 durchhalten wird. Ich bin dabei. Hey, Moment! Ich bring dich um! Herkommen soll. Die Hitze bekommt mir nicht. Hier bin okay, Leute, ich würde sagen, wir probieren das nochmal. Das schauen wir uns aber in der nächsten Folge an. Ich glaube, das ist ein bisschen längere Geschichte hier, damit wir das schaffen, sind doch einige auszuschalten. Ich muss irgendwie schauen, dass ich mich da reinschleichen kann. Gut, dann würde ich sagen, bis zur nächsten Folge. Ciao, ciao, euer Andi.